Da ist nichts Falsches zu sagen. Es gibt kein Urteil über diese Begebenheiten in der irdischen Frequenz. Es ist die Kraft des Erfahrens und des Wiederentdeckens der Großartigkeit eures Seins. Es ist die Kraft des Wiedererlebens der Schöpferkraft, der Schöpfermomente, und die werden immer stärker und immer verbreiteter und immer schneller in Folge bei euch eintreten. Es ist die Blockade der Kleinheit, es ist die Blockade der Trauer. So seid ihr oft in der niederschwingenden Frequenz, und das ist nicht die Frequenz der Schöpferkraft. Die Frequenz der Schöpferkraft ist die Freude und die Kraft des Daseins. Ihr lernt jetzt, euch zurück zu erinnern, dass ihr die Schöpferkraft seid, und sogleich seid ihr in der Klarheit, dass ihr nichts braucht, was euch in diese Form bringt der Großartigkeit, und ihr lernt, dass ihr das abfließen lassen könnt, wenn ihr das wollt, was nicht in euer System gehört. Und doch seid ihr noch in der Bereitschaft, eure Lektionen weiterzulernen und weiterzugehen, und das ist die Notwendigkeit, bis ihr in dem Bereich der schöpferischen Kraft seid, die euch weit katapultiert in Richtung des Allem, was möglich ist, und nichts ist davon ausgeschlossen. Das ist die Kraft des Schöpfens, das ihr anstrebt. Doch nun legt ihr ab alles, was euch daran hindert, das zu tun. Und das geschieht in der Reflexion eures Daseins in der Jetzt-Moment-Form. Alles, was ihr seht, ist die Reflexion eurer Jetzt-Moment-Situation. Und so lernt ihr, ihr seht, aha, da ist noch das eine oder das andere zu lösen, zu lernen, zu erkennen. Und dann ist es getan. Und ihr geht weiter und weiter und weiter. Ja, das ist die Kraft des Erdenlebens. Das ist die Kraft der Wahl des Getrennten, um nun zurückzugehen in die Einheit der Großartigkeit. Wir leben in dieser Einheit bereits in der Einheit der Schönheit und der Liebe und des Verstehens. Es gibt nichts, was uns nicht klar erscheint. So sind wir in der Freude und in der Dankbarkeit, das zu erleben nun, was da geschieht in dieser möglichen Form des Daseins. Es sind die Erfahrungen, die gewählten, die ihr durchlebt, und wir sehen die Trauer und wir sehen die Arbeit, die getan wird, und wir sind in der Freude, und das ist die Schönheit. Doch es ist noch einmal zu sagen, das ist die Wahl des inkarnierten Lichts. Es ist die Wahl des inkarnierten Lichts, das zu durchleben. Und nun seid ihr da und ihr schaut in dieser Trauer. Und nun seid ihr da und ihr schaut in dieser Müdigkeit. Und wir sind das auch in der Trauer mit euch. Und wir sehen
das ist nicht die Einfachheit. Doch wir möchten euch ermuntern, dass ihr das nicht immer alles so ernst nehmt, wie es vielleicht aussieht. Es ist eine Art Spiel, es ist eine Art Reflexion. Und nun seid ihr daran, einmal zu sagen, ah, ich bin das Licht, ah, das ist meine Reflexion. Gut, was mache ich jetzt damit? Und ihr seid noch sehr stark berührt mit dem, was ihr seht, und ihr könnt da noch mehr sagen, ja gut, das bin ich nicht. Nein, nein, es ist eine Reflexion, die nicht mir entspricht. Es ist nicht die Wahrheit von mir. Ich bin das inkarnierte Licht, und wir sagen euch, in der Lichtimpulsfrequenz, da fällt das weg, was ihr da seht. Es ist nichts mehr von dem da. Ihr seid in der Kraft des Lichts, und dann erlebt ihr das Licht und nichts anderes werdet ihr mehr sehen. Das ist die Kraft eures Daseins in dieser möglichen Form, das nun zu lernen, euch in jedem Moment in die Bewusstheit hineinzugeben, dass ihr inkarniertes Licht seid. Ja gut, sagt ihr, wir sind Mensch. Nun ja, wir sagen euch, ja, ihr seid Licht in einer menschlichen Struktur. Und wenn ihr sagt, ja, ich bin Mensch, dann ist das dein Erleben und du bist das. Doch wenn du sagst, ich bin das Licht, ohne dich hier zu erheben, dann ist das die Kraft der Schönheit und du strahlst das hinaus in die Welt und du erfährst das zurück und du wirst das Wunder erleben. Doch solange du immer mit dem einen Beine dastehst und mit dem anderen Beine dastehst, bist du hin und her und hin und her gesprungen. Und das ist diese eine tiefe Sache und die hohe Sache. Und dann spürst du das Licht und du bist in der Freude. Das weißt du schon, wie sich das anfühlt. Und doch willst du da manchmal nicht sein. Und so gehst du zurück in diese Kraft des reinen Menschseins in der Verbindung mit dieser menschlichen Struktur und dieser menschlichen Begebenheit der niederschwingenden Frequenz. Nun gut, das ist die Wahl. Doch du hast die Wahl, da hinaus zu gehen und wieder zu sagen, ja gut, ich bin aus der Lichteinheit. So, nun, da haben wir gesprochen etwas über die Sache des Lichts, wie immer in diesen Räumen, immer in diesen möglichen Situationen der Durchsage aus der pleiadischen Energie. Und so sind wir immer gebeten und wir sagen immer dieselben Worte und dieselben Anmerkungen. Und es ist uns in der Klarheit, dass das nicht die Einfachheit ist, doch ihr müsst geduldig sein mit euren Gedanken, mit euren Situationen. Ihr lernt zurück und das braucht die Zeit des Erkennens und es braucht die Zeit des Klarwerdens und des Integrierens, vollständigen Integrierens der Lichtanteile. Das braucht die Zeit und ihr seid immer und immer wieder berührt von den Energien der außenstehenden Hologramme und das ist die Klarheit der schwierigen möglichen Form hier so zu existieren. Doch nun lernt ihr das immer mehr und es gelingt euch schon sehr gut in dieser Art zu leben. Es ist die Kraft des immer wieder mehr spüren, immer noch mehr weiter spüren in die Schönheit und in diese Großartigkeit der Erde und zu sehen, ja, wenn ich das
sehe und in diese Kraft der Schönheit gehe, dieser Blume am Wegesrande, dann ist das das Erschaffen der Schönheit. Sei dir bewusst, es ist das Sehen und Erkennen und Hineinfühlen deiner ganzen Struktur in diese Energie, die dir das zurückgibt und die das erschafft in der Großartigkeit und in der Bewusstheit deines Daseins, geschieht das immer schneller und immer klarer und immer großartiger in der Auswirkung. Du bist in der möglichen Form hier in deiner Existenz nun diese Erde zu heilen in vielen Teilen, und das ist die Schönheit und das ist die Motivation, hier das alles weiter zu tun und weiter zu gehen. Du schaust nur in deine kleine Welt der Reflexion, und es ist gut auszuschauen in die Großartigkeit der Verbundenheit mit den Lichtanteilen und das zu sehen, was getan werden kann und was getan werden soll. In der Schönheit visualisiere die Schönheit, auch wenn sie nicht so existiert in diesem einen Moment in deiner Zeit. Doch das ist eure Kraft des Erschaffens, immer und immer und immer. Ihr erschafft immer und immer. Ihr seid die Erschaffer in jeder Minute deines Daseins und eures Seins. Es ist immer die Kraft des Erschaffens. Und so lernt ihr nun dies gezielt zu tun in der Schönheit der Visualisierung und in der Schönheit eurer Herzenergie. Lasst euch nicht immer in diese magnetisch gezogenen Fokussierungen der Negativität und der Kraft des Niedergangs reißen. Ihr seid die Großartigkeit und ihr erschafft das alles neu. Es ist bereits in der Präsenz des Daseins. Es ist nur die Frage des sich hinaufschwingens in diese Großartigkeit und Betretens dieser neuen Räume und dieser neuen Welten, die euch hier bereitstehen. Ihr seid zu sehr abgelenkt von den gezielten Aktionen, die hier geschehen. Doch ihr geht hinaus und ihr fokussiert das neu in die Kraft der Schönheit. Und so werdet ihr das noch erleben in dieser Kraft der Verbindung und dieser Kraft dieser Lichtanteile inkarnierten. Und ihr seht jetzt vor eurem geistigen Auge die Schönheit dieser Erde. Es ist die Natur, die euch hier inspiriert und die euch weitergehen lässt in der Kraft des immer sich wieder Erneuerens und immer wieder Sprießens. Es ist der Herbst jetzt in eurem Dasein, und so seid ihr auch in dieser Lage des Loslassens und des Gehenlassens und kommt zurück in der Großartigkeit eurer Säfte und eurer Kraft der Quellenergie, und so seid ihr die Erschaffer und macht weiter in dieser großartigen Kraft. Habt ihr noch Fragen? Ja, wir haben viele Antworten bekommen auf die eine Frage, die wir hatten. Wenn wir in einer Krise sind und keine Kraft und Energie haben, da haben wir jetzt die Antwort bekommen. Ja. Vielen Dank. Eine Frage habe ich noch. Trotzdem körperlich, wenn ich spüre, dass Hormone, die ja unseren Körper eigentlich arbeiten und sich verändern, so auf unser Wesen einwirken können und wir manchmal so machtlos dagegen sind. Das ist manchmal auch sehr schwierig. Ja. Nun gut, ihr gebt allem, was ist Struktur? Es gibt nichts, was eine fixe, bestehende Struktur hat. Ihr könnt da immer euch hinaus
hinaus katapultieren und sagen, gut, meine, diese, du nennst das Hormone, sind in der Großartigkeit ihrer Tätigkeit und es wird geschehen. Es ist die Kraft des Sich-Beugens, es ist die Kraft des Sich-Hingebens einer Energie, einer Feldenergie, die sagt, es ist das und es geschieht das mit den Hormonen und es ist die Kraft des sich da hineingebens und sagen, oh ja, das nehme ich an als die meinige Geschichte und es ist aber nicht die Wahrheit ist immer die deine. Die Wahrheit ist niemals die eines anderen, es ist immer die deine. Du bestimmst deine Wahrheit in deinem Hologramm. So hast du die Kraft und das ist das, was geschieht mit euren Körpern. Ihr seid die, die folgenden der vielen, 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 vielen Strukturen, die gegeben werden für eure Körper, für eure energetische Form in der Großartigkeit eures Daseins. Es ist eine Überlappung der Negativität und der Umprogrammierung des man kann das sagen, es ist eine Art Folterung, die mit euch geschieht, die auf euch eindringt von der strukturierten, tief schwingenden Erdkraft. Und es ist nun die Frage, ob man sich dem noch weiter hingeben möchte oder ob man hier sagen möchte, ja gut, ich bin das, ich bin der Lichtfrequenz und ich bestimme die Vorgänge in dieser energetischen Form, die sich den Grundstoff nennt. Du hast die Wahl, das selber zu lenken, immer und immer. Es gibt nur deine Wahrheit in deinem System. So ist das mit jedem Hologramm und so ist das mit jeder Inkarnation. Es ist die Klarheit der Verbindung und es ist die Klarheit des Wissens der Schönheit aus der Lichtfrequenz und es ist getan, es ist gesagt, es ist, wenn es nicht in dieser Struktur geschehen würde, die wir sehen, diese herausragende Form des Schwierigen. Und so sagen wir, es wäre die Leichtigkeit, das zu regeln. Doch in dieser Strukturform, die ihr hier vorfindet, ist es die Herausforderung zu sagen, ja gut, ich bin das Licht und ich bestimme meine Anteile, wie und wo sie funktionieren und wie es in der Großartigkeit der Schönheit geschehen soll. Das ist die Wahl, die ihr habt, doch wir sehen, es ist die nicht sehr einfache Weise, das zu tun, noch in dieser Struktur. Doch ihr lernt die Lichtimpulse zu integrieren und zu erkennen, ich bin die Kraft der Schönheit und der Gesundheit und der Wahrheit. Ja, gibt es noch Fragen? Ja, danke. Es gibt noch eine Frage. Gibt es einen energetischen Unterschied zwischen karmischem Schmerz und Schmerz aus diesem Leben? Welches ist die einfachste Methode, um diesen Schmerz aufzulösen? Ja, ihr nennt das die karmische Form von Schmerz und die jetzige Form von Schmerz. Wir suchen diese Einheiten der Begrifflichkeiten und wir sind in der Klarheit. Es sind alles die energetischen Blockaden. Es gibt nichts, was man benennen könnte in einer Begrifflichkeit. Es ist
Wir sehen ja gut, da sind die dichteren Formen, es sind die leichteren Formen. Doch alles ist die energetische Krise in eurem System. Es gibt nichts, was man hier anders anschauen könnte. Nun, es ist immer die gleiche Lösung. Es ist die Kraft der Lichtanteile und der Integration. Es ist die Klarheit darüber, dass du das inkarnierte Licht bist, und dann ist es bereits getan. Es ist nicht die, die Kraft des Hineingeben-Müssens, die hier existiert noch. Es ist die Kraft des Lösens, es ist die Kraft des Sich-Ablösens. Du kannst hier weiter forschen, indem du sagst, ich bekenne mich hier nun für die Form der Lichtanteile. Ich bekenne mich dafür, dass das nicht die Wahrheit ist für mich, diese Punkte. Ich weiß, dass ich mich fokussiere auf die Schönheit und auf die Kraft der Natur, die sich regeneriert, wie ihr das auch in euch habt. Ihr seid da keine Ausnahme. Ihr seid die Gleichartigkeit eurer natürlichen Freunde, dieser Bäume, die sich immer wieder stetig erneuern. Und es ist eine Art Neuerschaffung dieser energetischen Form, immer und immer wieder. Ihr seid das auch. Ihr seid diese Form und Kraft der Natur. Und nun müsst ihr hier das in diese Klarheit bringen, in euren Systemen, und diesen Glauben aufrecht erhalten in der Kraft dieser Klarheit. Und dann seid ihr in der Großartigkeit eurer Strahlkraft, in der ewigen Weise. Ihr seid nicht mehr in der alternden Variation, dann doch, das ist noch einmal eine großartige Schrittweise, die ihr noch zu lernen habt. Es ist doch zu sagen, das ist die Zukunft eure. Ihr seid die Meister über eure Kraft und über eure Klarheit des ewigen Bewusstseins und des ewigen Lebens in dieser möglichen Form. Nun, hast du noch weitere Fragen hierzu? Nein, danke, das war die letzte Frage. Ja, ja. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Bezogen auf Tiere. Ja. Ich möchte da einfach ein bisschen mehr wissen. Wo die herkommen, wie ihre Entwicklung läuft, wie sie mit uns verbunden sind, energetisch. Ja, einfach was dir da so als wichtig erscheint. Ja. Ja, ja. Tiere in der irdischen Erdstruktur sind falsch verstanden. Sie werden in der Regel missbraucht in der emotionalen Kraft des Daseins der Menschlichen. Sie werden emotional ausgebeutet und sie werden auch körperlich ausgebeutet. Nun, Tiere, die sind in der freilebenden Funktion hier in der Großartigkeit. Sie leben als die Energieträger, sie leben als die Voranschreiter für menschliche energetische Prozesse. Sie sind diese Vorbereiter für menschliche Prozesse und sie sind Begleiter der Menschen. Sie sind Begleiter der Menschen, doch in der freien Form müssen sie das auch leben können. Nun seid ihr in der Entwicklung mit diesen Tierseelen und so seid ihr auch in der Entwicklung in die Großartigkeit des
Verstehens mit diesem Tier Seelen. Ihr lernt, das ist ganz individuell, was die Tiere hier mitbringen. Es geht nicht um Rasse und um Einheit, was sie hier an Aufgaben zu tun haben. Es ist individuell, was gewählt wurde. Sie sind eine eigene Prozessform der Inkarnationen. Es ist eine eigene Welle der Entwicklung. Es ist eine eigene Welle der Energetisierung. Und es gibt auch bei den tierischen Körpern die seelenlosen Tiere, und das sind die ganz stark Missbrauchten. Man hat das so geregelt, dass die ganz stark missbrauchten Spezies keine Seelen mehr in sich tragen, da sie das nicht in der Bereitschaft mehr haben müssen. Sie sind in der Großartigkeit gestartet, in diese energetische Inkarnationszyklen dieser Erde, und so sind sie nun hinausgenommen worden, da sie das war nicht beabsichtigt, diese Kraft der Brutalität und des Schmerzes in dieser Erdkruste zu erlernen. Nun sind sie befreit. Nun, wir sind in der Großartigkeit zu sehen, dass es schon sehr viel Veränderung gibt in dieser Sache der Tierlebenden. Es gibt beides noch, doch das Bewusstsein ist auch hier gestärkt, und es ist diese Lernprozesszeit der Menschen mit den Tieren. Tiere stehen zur Verfügung für die Lernprozesse der Menschen und der energetischen Vorreiterschaft in der Bewusstheit der Menschen. Sie sind in der Schöpferkraft und in der Bewusstheit sehr stark fortgeschritten, stärker als die Menschen, und so tragen sie eine energetische Wissenschaft, ein Feld des Wissens für die Menschen, und so nähren sie es tagtäglich. Hast du noch Fragen hierzu? Ja. Ich wollte fragen, wenn jetzt da in der Welt draußen etwas passieren würde, das uns nicht gut tun würde, würden wir von euch gewarnt werden? Ja, es ist die Zeit des Erwachens. Das geschieht in dieser Erdfrequenz. Und so geschieht nun sehr viel, was ihr seht, das nicht eurer Vorstellung von Schönheit entspricht. Und nun seid ihr in der Besorgtheit und ihr denkt vielleicht, ja gut, was geschieht hier? Wir sagen euch, es geschieht das, was geschehen muss. Es ist die Kraft des Aufbrechens dieser Geschwüre, und es ist die Kraft des Aufbrechens dieser unter dem Tuch gehaltenen Sachen, die hier geschehen sind. Und nun ist es am Aufgehen dieser Krankheiten, am Aufgehen dieser Geschwüre, die nun diese ganze Kraft hinaus katapultieren, der Bosartigkeit, wie ihr das nennt, auf der Erde. Und jetzt geschieht die Heilung, und es wird nichts geschehen, was nicht für euer Wohl ist, was für euer gutes Wohl und Recht ist. Es ist immer das Wissen, in der eigenen Kraft zu stehen und in der eigenen Schönheit zu stehen und in dieser zu blühen, und dann ist das schon getan. Die energetische Kraft ist die Abschirmung
die ihr nötig habt noch. Es ist noch dieses Abgrenzen dieser Machenschaften und sich verbinden in der energetischen Form. Du musst verstehen, dass wenn du dein Hologramm hochhältst in der Schwingung, du wirst nichts erleben, was hier nicht hineingehört. Es ist der Schutz, es ist eine Art Kokon, es ist eine Art diese Schale um euch, die euch schützt, wenn ihr das hochhaltet. Es kommt nicht zu dir, es kann nicht zu euch kommen. Und was da geschieht in einer anderen Erdfrequenz, Teilmasse, da seid ihr nicht in der Verbundenheit. Das ist nicht euer Feld, es ist nicht dein Feld. Es ist, dass ihr diese Welle vielleicht bekommt, doch es ist nichts, was euch direkt im Innern trifft. Ihr seid die Kraft des Leuchtens und ihr seid die Kraft des Hinausgebens, der guten Energie und der guten Frequenz, und alles, was hier hineingehört, das kommt zu euch, und alles, was da nicht hergehört, das ist in der Schutzphase eures Daseins, eurer Schwingung bereits umgeben. Ihr seid die Hinaussender dieser Energie, und je stärker das geschieht, umso klarer ist die Abgrenzung, umso klarer ist die Möglichkeit geschaffen, hier nicht betroffen zu sein von einem größeren Eingriff in das System. Es ist eine Art Leinwand, wir sagen es noch einmal, es ist eine Art Leinwand, die ihr als Reproduktion eures Inneren und eures Gelebten und eures Mitgebrachten bringt, zeigt. Es ist die Kraft des sich Zurückerinnerns, dass ihr Leid erfahren wolltet, und nun lernt ihr das ablegen könnt, weil ihr euch zurückerinnert in eure Kraft, in euer Dasein. Und so seid ihr geschützt. Ja, und noch um deine wirklich die Frage zu beantworten. Wir sind in vielen Schiffen um die Erde und wir würden die Erde schützen in jedem Moment unseres Daseins. Es ist die Kraft der Erde, die existieren bleibt. Es ist unsere Absicht, euch als inkarnierte Lichtanteile zu schützen und in eurem Feld zu wirken, wenn es notwendig wäre. Doch ihr seid ja die Seelenanteile, und es geschieht nichts, als dass ihr euch zurückkatapultiert in die Kraft des Lichts, sollte es in der Erfahrung nicht so gelingen, wie ihr das oder wie du dir das wünschst. So sei das gesprochen. Doch wir sind in der Beobachtung und wir messen und wir sind in der energetischen Kraft der Verbindung mit der Erde immer und immer und immer, und wir sind in der Freude zu sehen, wie das geschieht, auch wenn ihr hier nun diese eine Kraftlosigkeit denkt zu spüren oder diese Lichtlosigkeit denkt zu spüren. Es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das Licht und die Zurückerinnerung in die Lichtanteile. Das ist die Kraft eures Daseins. Gibt es noch eine Frage? Ja. Nun, wir haben schon sehr viel gesprochen und wir danken für diese Möglichkeit, für diese Aufmerksamkeit hier in diesem Raum und diese Bereitschaft hier in der
Weiterentwicklung hier, diese Lichtimpulse zu integrieren und zu sehen, was ist die meinige Wahrheit und was ist das, was ich erlebe, ist das die meinige Wahrheit oder ist das eine Art Film, ist das eine Art dieser möglichen Geschichten, die nicht meine Wahrheit entsprechen. Und es ist das immer wieder sich zurückerinnern, dass das, was ich sehe und was ich erlebe, die Wahrheit ist aus meinem Innern. Und doch, wenn ich sehe, das ist nicht die Kraft der Schönheit, dann erkenne, das ist noch nicht die Wahrheit. Es ist das, was du strahlst, aus deinem System mitgebracht, aufgeladen von anderen Strukturen, von anderen Möglichkeiten des Daseins. Und nun gehst du hin und du löschst das in der Kraft des Bewusstwerdens deiner Schönheit. Und es ist getan und nichts muss dich belasten in dieser Art. Du kannst das, wenn du möchtest, dich daran energetisch festklammern. Du kannst dich an Dinge und an Situationen festklammern oder an Menschen festklammern. Das ist nicht die Frage des Könnens. Du hast die Wahl immer und immer. Doch wir sind hier, um euch zu erinnern, dass ihr das Licht seid und die Lichtanteile. Und ihr habt einmal gesagt, dass ihr das Licht in diese Erdverbindung bringt. So, das ist die Erinnerung. Ihr seid frei, ihr seid in der Wahlmöglichkeit eures Daseins und des Durchlebenwollens dieser Situationen frei in der Schöpferkraft eurer Möglichkeiten. Wir danken euch für diese Arbeit, für diese Kraftinvestition in diese Möglichkeiten eures Daseins. Wir danken euch aus dem Licht, aus den Plejaden. Ich bin Arktos.